Gack, gack, gack. Ach nee. Ei, ei, ei. Was blüht denn hier so Ende Mai? Ei, 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 es ist die Akelei, die als Heilpflanze heutzutage weitgehend unbekannt ist. Und dabei ist sie ja vielen mittelalterlichen Tafelgemälden zu finden übrigens. Und es werden ihr liebesfördernde Wirkungen zugeschrieben. Die Namensherkunft ist nicht ganz so klar. Es gibt ja diesbezüglich mehrere Varianten. Andere Namen für die Pflanzen hast du vielleicht schon mal gehört. Elfenhandschuh, Frauenhandschuh, Kapuzinerhütlein, Pfaffenkäpple, Venuswaken, Schlotterhose, ja und so weiter. Schlotterhose, Akelei, ich bin dabei. Die Akelei.